Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Hab eine weibliche Seekuh im nördlichen Nordosten der Ostsee ausgesetzt. Ist jetzt eine Nord-Nordost-Ostsee-Seekuh-Kuh. Jeder Fuß hat 5 Zehen. Mein Bruder und ich haben uns ausgesperrt. Er sagte, ich soll einen Dietrich holen. Jetzt stehen wir zu dritt vor der Tür. Wie viele Studenten braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? 5. Einer hält die Birne fest und die anderen 4 saufen, bis sich das Zimmer dreht. Deine Oma liegt im Koma und wir wissen nicht, ob sie wieder aufwachen wird. Aber ich habe Hunger. Oma öffnet die Augen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel warme Luft in so einen Föhn passt. Wären die Deutschen die Ersten auf dem Mond gewesen, wäre dort keine Flagge, sondern ein Handtuch. Schon wieder überall Pfützen auf dem Teppich. Die Schlafwandelei meines Goldfischs geht mir langsam auf den Sack. Bei schönem Wetter einfach mal draußen dicke Menschen umarmen und sagen, danke, dass du gestern aufgegessen hast. Sind befreundete Gummibärchen eigentlich Harry-Bros? Dieser Moment, wenn du deine Oma leckst, du Pferdesperma schmeckst und dir dann denkst, ach so ist sie gestorben. Was ist blau und stört mein Studium? Ich. Solange sich Menschen vor dem Toaster erschrecken, den sie selbst eingeschaltet haben, ist die Evolution nicht abgeschlossen. Liebe Frauen, wenn ein Mann sagt, er repariert das, dann repariert er das auch. Man muss sich nicht alle 6 Monate daran erinnern. Im Internet bist du viel lustiger. Ja, im Internet bin ich auch viel schöner, schlanker und werde für mein Alkoholproblem gefeiert. Ich hätte nie gedacht, dass unser Sohn es mal so weit schaffen würde, Schatz. Ja, das Katapult ist der Hammer, oder? Los, bring mal den Hund. Hab mir gestern ein neues Hörgerät gekauft. Super, wie viel hat es gekostet? 2:30! Das Anagramm von Regierung lautet, genug Irre. Sein erstes Gold holte sich der junge Pole im Alter von 7 Jahren. Er war schon immer ein guter Läufer. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie alt ist deine Freundin? Immer wenn ich einen Neger als Busfahrer sehe, freue ich mich, wie weit unsere Gesellschaft in Sachen Toleranz gekommen ist. Und dann steige ich in den nächsten Bus. Klar drucke ich dir das aus, aber erstmal muss ich dir alle Geräusche zeigen, die ich kann. Mein Drucker. Ich habe mir gerade den Strichcode von Pfandflaschen auf den Arm tätowieren lassen. Ich gehe da mal Automaten fisten. Yeah, wenn ihr links klickt, kommt ihr auf die letzte Folge und wenn ihr rechts auf das Logo klickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Denn brandneue lustige Witze gibt es jeden Freitag um 17 Uhr. Jeder liebt Witze und jeder liebt es zu lachen, also empfehlt doch diesen Kanal einfach mal einen Freund weiter. Haut raus, bis nächste Woche.